Ja, servus und hello again, es wird der Martin und wir zocken den Football Manager 2021 unsere World League mit dem MSV Duisburg. Wir haben 3 Spieltage in der Liga absolviert und müssen jetzt am 27. August 2022 im Pokal gegen Oriente Petrolero spielen. Oriente Petrolero war vor 2 Jahren in der Division 10 Zweiter, sind dann in die Division 9 aufgestiegen, waren da im ersten Jahr Achter. Gut, wir sind Division 7, also grundsätzlich mal sollten wir das gewinnen, sollten wir. Jetzt schauen wir mal nach, was nach dem letzten Spiel, wo wir ja nicht so überzeugen konnten. Simao trainiert gut. Mikkels überhaupt nicht. Den kritisieren wir jetzt mal. Hier nochmal die Nachanalyse gegen Querétaro FC. Nur ein 1 zu 1. Wir waren aber besser als der Gegner. Das ist schon mal wichtig. Unsere zweite Mannschaft verliert gegen die Blackburn Rovers mit 0 zu 2. Trotz einiger wichtiger Spieler, die eigentlich in der ersten spielen normalerweise. Naja, einige. Okay, sieh mal auch im Tor. Aber naja, immerhin. Transfermeeting, das war schon. Oh, Maximilian Jansen, aber nur leicht verletzt. Scouting-Meeting. Transferfrist endet in einer Woche, Gott sei Dank. Tiki-Taka spielen die. Unsere Verleihspieler Cem Shabanci, sein erstes Saisontor in der Division 10 erzielt. Björn Frolik, 2 Treffer, hat jetzt 4 Tore. Sehr stark. Dana sichert sich einen Dreijahresvertrag. Also, Gembalis hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Holm Leberer, auch der hat unterschrieben. War mir ja wichtig. Volkmar einen neuen Vertrag unterschrieben. Karweiner hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Also langsam wird's. Chapman, nein. Bekommt eine Berufung zum Kanadaspiel. Es ist ja schön für den Chapman, wie viele Länderspiele hat er denn bisher? Der hat 9 Länderspiele, dabei 2 Tore gemacht. Aber mir fehlt er natürlich dann immer. Spiele bisher dürfte es keine gegeben haben, jawohl, auch nicht gegen den Trainer, genau. U18 Spiel. Brändig hat sich verletzt. Oh, ein Fingerbruch. Das ist natürlich blöd. Wir müssen jetzt mal schauen, welche Aufstellung wir spielen lassen. Den. Uns fehlt ja auch keiner. Wir können die gleiche Aufstellung wie beim letzten Mal verwenden. Und das ist schon mal okay. Also Simsek wird weiterhin für Sauer, nein, für Sicker auf der linken Seite spielen, konnte zwar jetzt nicht wirklich überzeugen. Trotzdem probieren wir es jetzt mal so. Ansonsten würde ich, glaube ich, Rodrigo Fernandes oder Hoti da spielen lassen. Wir haben keinen richtigen Linksverteidiger mehr. Ja, Brettschneider, okay, der könnte spielen. Also keine Veränderung in der Aufstellung.
Und was habe ich jetzt gerade gesehen? Ja, das können wir noch dann mit Chapman bestreiten und danach dann ein Zwei-Spieler auf Länderspielreise. Also das heißt auch Kamavuka fehlt uns dann. Oh, wow. Beide defensive Leute sind auf Länderspielreise und fehlen uns definitiv gegen Katholika, Universidad Katholika. Müssten das Spiel danach also wieder da sein. Also gut, da müssen wir irgendwie was versuchen, dass wir da das irgendwie überbrücken können. Wird schon funktionieren. Bin gespannt, ob das mit dem Pokal wieder ewig dauert. Also keine Veränderung, das hat es lange nicht mehr gegeben, dass wir mit genau der gleichen Aufstellung spielen können. Spielt euer Spiel und wir werden gewinnen. Hoffentlich rächt sich das nicht. Sieh mal. Engin. Kimberlis. Engin geht zur Grundlinie. Sauer. Tor. Wer Mai war, aber zählt nicht, oder? Abseits. Oder faul. Nein, es zählt nicht. Nicht richtig gesehen. Na doch, es steht schon hinten drin. Beim Schuss. Naja, müssen wir halt neu aufbauen. Spielt Einwurf sauer. Oh, Karweiner. Jawohl, da ist es. Karweiner, viertes Saisontor. Vorarbeit. Vincent Werner. Kimones im Tor. Chance in Wuchs. Aber dann. Unser Gegner. Und jetzt gibt es Elfer, oder? Davis wird gefoult. Überprüfung. Ja, Elfer. Pinto tritt an gegen Simão. Jetzt vielleicht. Ja, trifft. Pinto. Erste Saison. Pablo Pinto PP. Sein erstes Tor für Port Petrolero. Knapp war er, aber er war drin. Jetzt mal über die linke Seite, Stoppelkamp. Jawohl, 2-0, Vincent Vermey
Auf Vorarbeit Simsek. Sein erster Assist für den MSV. Zweiter Assist gebührt eigentlich Stoppelkamp, der das hier quasi brasilianisch gemacht hat, per Hacke. Und der Mai macht das Tor. Kein Abseits diesmal. Karweiner mit der Riesenchance. Ja. Ah, die versemmelt er selten. Da hat sich Torschütze Pinto verletzt und muss raus. Doppelkampf zieht gelb. Eckball Giovanni. Sauer holt sich den Ball. Engins Schüsschen ist keine große Herausforderung. Aber der Ball ist wieder beim MSV. Und der Ball ist draußen. Und 2:1 reicht uns ja. Wir liefern eine fantastische Leistung ab. Kein Wechsel erstmal. Oh, schießen sie das 2:2. Mamani. Bah. Volkmar hat das eigentlich gut verteidigt. Ja. Jetzt würde ich gerade sagen, jetzt könnte man dann langsam entspannt ein paar Wechsel machen. So geht's nicht. Der gefällt mir heute nicht so. 6:5 nur für ihn. Freund und Feind fliegen am Ball vorbei. Wir wechseln noch nicht. Giovanni. Sauer ist da eingehen.
Hier schön aufgepasst. Oh, kaum einer Ecke. Und diesen Abseits auch noch. Dann geht Engin raus. Für den Berg. Stoppelkamp. Oh, sieht gelb-rot. Auch das noch. Verlängerung. Naja. Mit 10 Mann, das ist natürlich nicht leicht. Und Stoppelkamp auch noch mit Gelb-Rot raus. Ich habe so das Gefühl, das läuft auf dem Elferschießen raus. Das hat man letzte Saison schon mal im Pokal. Da sind wir zwar weitergekommen. Oh, der Kater ist da. Ja, Katerchen, komm her. Ja, Maubert. Komm her. Ich muss hier meine Kaffeetasse hier wegbauen. So, jetzt komm her. Ja, der Kater, der beste Brosis. Ja, komm her. Komm her, mein Dicker. Cheftrainer, der zweite. So, jetzt. Oh, nein, 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 nicht schießen lassen. Oh. Ja, Überprüfung, aber der zählt, oder? Ja, abseits. Hui, 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 jetzt habe ich aber kurzzeitig einen Beinahe-Infarkt bekommen. Ja, doch, stand, naja. So, die mega Abseitsposition war nicht, aber im Abseits war er. Kaum einer. Mein bester Büro. Vielleicht. Fast schon der entscheidende Angriff für uns. Ach, Berg, aber er kommt nicht an, der Ball. Kamaruka holen sich nochmal. Gembalis. Simsig, einen Assist hat er schon gegeben heute. Kamaruka. Ich kann nicht schreien, weil der Kater da liegt. Vincent Vermey. Vorwärts, Kamaruka. Goal. Wiederholung, schauen wir mal. Wir genießen gleich. Simsek auf Kamaruka. Jetzt ist der Kater nicht mehr. Das 3 zu 2 für uns. Kater. Das ist die Entscheidung. 3 zu 2 gewinnen wir. Puiuiuiuiuiuiuiui. Das war jetzt aber ein hartes Stück Arbeit. Na, jetzt mal sehen, ob er weiterspringt. Oder ob wir wieder die halbe Stunde warten müssen. Nein, er hat es schon. Oh, wow, wow, wow. Pokal tun wir uns irgendwie immer schwer. Ich kann es auch nicht erklären. Kniescheibenverletzung, okay. Die vorherigen Sieger, Barcelona und Dortmund. 49.000 Euro erhalten, mal Stoppelkampf für ein Spiel gesperrt.
wäre Mai wieder ganz stark. Und das war's dann jetzt auch schon in unserem 83. Teil. Haben wir die zweite Runde ist es ja geschafft und müssen jetzt als nächstes gegen Universat Catholica spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Servus und bye bye.